willkommen hier beim Weltrekord. Super, dass wir so viel Zeit gehabt haben und so viel Zeit genommen haben, da heute hinzufahren. Und am 17.30 Uhr ist dieser Weltrekordversuch vom Peppi Kramer, am Percussion-Kollegen von mir geleitet. Und der Rhythmus geht dann so: Hasen laufen fort, ganz weit fort. Hasen laufen fort, ganz weit fort. Hasen laufen fort. Es wird spannend dann nämlich vor allem, dass alle auf ihn dann aufpassen natürlich, weil er muss ja das moderieren und leiten. Und 44 Trommelbegeisterte aus dem Mostviertel packte der Amstettener Percussionmeister Georg Edlinger in einen Bus und ab ging es nach Vöcklabruck zu einem Weltrekordversuch der größten Trommelstunde der Welt als Benefizkonzert für die Lebenshilfe. Wenn sich knapp 2500 Mitwirkende registrieren lassen, kann das schon eine Weile dauern. Aber zum Glück haben die ja auch 2500 Trommeln dabei. Den englischen Rekord von 1827 Trommler auf einem Fleck galt es zu überbieten. Hochmotiviert und vor allem bester Laune starteten die Mostviertler Fellakrobaten in dieses Abenteuer und hatten bald den Rhythmus, wo man einfach mit muss, bis endlich der lokale Trommelfellmeister Peppi Kramer den Rekordversuch startete. Und brennt im Regen. Regen wird weniger, 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 weniger. Und dann kommt das Gewitter.
bis schlussendlich dann auch das endgültige, genauestens geprüfte Endergebnis feststand. Der Markus sagt Ihnen jetzt das Ergebnis. Lieber Markus, bitte. Der neue Weltrekord wird liegen bei 2285. Dass danach gefeiert wurde, versteht sich von selbst. Besser kann es nicht sein. Besser kann es nicht sein.